Die soll mal was machen. Oh, da macht sie auch schon was. Sie bewegt sich. Leute, wir bewegen uns heute auch ganz viel und machen jede Menge. Hoffe jedenfalls, dass ich es zustande bekomme. Hier im Eurozoo von Planet Zoo natürlich. Der Vorbotler ist am Start. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und sag mal, wir legen sofort los. Viel Spaß dabei. Was machen wir denn heute wieder Schönes hier in unserem mehr kleinen, aber feinen Zoo? Ich würde vorschlagen, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Ich habe ein paar Sachen noch verschönert und verbessert. Aber habe heute vor, ein weiteres Gehege anzulegen. Ein ziemlich großes im Nordamerika-Bereich, der sich hier hinter befinden wird. Also auf dieser Fläche werden wir gleich mal richtig schön loslegen. Vorher noch kurz mal geschaut. Ich habe oben diese Begrünung jetzt, glaube ich, doch ganz schön hinbekommen. Da war ich mir ja noch nicht so wirklich sicher in der letzten Folge. Auch drin, seht ihr mal, haben wir jetzt ein bisschen so Gestrüpp unter der Decke. Ein paar Balken noch da reingelegt oder rangehängt oder wie auch immer. Und so ist das schon ganz schön geworden. Das sieht irgendwie nett aus. Viel mehr würde ich jetzt hier drin auch nicht machen wollen. Ist alles komplett hier mit Bänken und Shops und alles funktioniert auch. Die Wege fasse ich auch nie wieder an. Und dann sollte das jetzt geklärt sein. So, dass wir jetzt hier vorne weitermachen können. Und ich stoppe dazu auch mal das Spiel, dann haben wir etwas mehr Ruhe. Da vorne links seht ihr übrigens ein neues Gehege. Dazu jetzt kann ich euch später noch was erzählen, sofern wir dazu Zeit haben. Jetzt lege ich erstmal einen Weg an. Und zwar soll der... Der kann ruhig etwas länger sein. Moment, dann haben wir etwas bessere Stücke hier. Ja, so ist gut. Und dann gehe ich jetzt hier mal so vorsichtig rum. Oder machen wir hier einen schönen kreisartigen Weg, vielleicht bis hierhin. Ja, es muss nicht super symmetrisch sein. Da gucken wir mal, dass wir hier unten wieder gerade sind. Fangen jetzt nochmal hier oben an. So, auf der anderen Seite genau dasselbe, nur das mittlere Stück spare ich mir noch auf. Denn da hätte ich gerne einen Durchgang. So, was wir jetzt machen, ist mal ein bisschen Gelände terraformen. Ja, jetzt kann ich euch doch mal kurz erzählen, was ich hier ausprobiert habe. Hier habe ich nochmal ein kleines Gehege gebaut, um zu testen, wie das mit diesen unsichtbaren Barrieren ist. Dass die Tiere nicht abhauen, obwohl jetzt nicht solche großen Zäune vorhanden sind. Hier sind zum Beispiel jetzt so Schildkröten drin. Die Aldabra Riesenschildkröte, um genau zu sein. Aber die Sache ist jetzt die, ihr seht das hier an den kleinen Zäunen, die muss ich doch irgendwie aufstellen. Das sind jetzt gar keine Zäune, das sind sogar nur so Wandstücke. Ich probiere halt allerhand aus, was die Tiere jetzt so aufhält, sonst krabbeln die hier nämlich die Böschung hoch. Wie gesagt, diese unsichtbaren Barrieren sind nur so zur Organisation gedacht. Wir müssen schon dann dafür sorgen, dass die Tiere dann wenigstens noch eine natürliche Barriere überwinden müssen. Und deswegen habe ich das jetzt hier vor, mit dem Gelände mal runter zu bohren. Und zwar habe ich deswegen auch erst den Weg hingelegt, damit wir hier so einen zerklüfteten Abgrund haben. Es gibt hier auch noch so Stempeltools, die ich noch nicht weiter ausprobiert habe, aber die sind natürlich sehr nützlich. Bringt jetzt natürlich nicht viel darüber groß was zu erzählen, wenn ich euch das gar nicht vormache. Ich habe für dieses Gehege jetzt hier einfach andere Vorstellungen. Erstmal bohren wir hier ein bisschen nach unten. Das ist vielleicht das Einfachste, wenn wir uns erzählt mal hier ein bisschen einen Graben schaffen und dann gehen wir hier auf Fundamenthöhe abflachen. So, und dann bohre ich das hier mal so auf. Mal so ganz brutal ruhig so. Und dann glätten wir jetzt hier mal noch diese Kanten. Hier im Schatten. Ich hoffe, ihr könnt das gut genug sehen. So, machen wir das jetzt hier. Der darf nicht zu glatt werden, sonst ist das wieder keine natürliche Barriere. Und ich glaube, es ist auch vielleicht noch nicht tief genug. Wir werden es herausfinden, wenn es dann zum Ausbruch des Grizzlybärs kommt. Genau, der Grizzlybär, der soll hier rein. Möglichst mehrere. Natürlich wollen wir wieder ein Zuchtprogramm starten. Den Tieren soll es sehr gut gehen hier. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir hier ein schönes Gehege bauen. So, aber das ist mir noch nicht schön genug. Da dürfen ruhig ein paar Hügel rein. Ich denke, das ist hoch genug, oder? Kommt ihr da raus? Oh Mann. So, und jetzt kümmern wir uns um die Barriere.
Dann nehmen wir jetzt diesen Zaun für. Ein bisschen kleinere Stücke, damit wir hier schön um die Kurve kommen. Das sind jetzt nur so 5 Meter Stücke. Und ich glaube, wir sollten wirklich versuchen, möglichst nah an der Böschung zu bauen, damit wir nicht dauernd so Warnmeldungen bekommen, von wegen, das Tier hat das Gehege verlassen. Nur weil das mal mit dem Fuß da mal rüber geht, ne? Mal sehen, wie es funktioniert. Glücklicherweise kann man ja die Gehege auch nachträglich sehr, sehr leicht verändern, indem man einfach die Pfosten packt und dann noch etwas verschiebt. Das haben sie wirklich gut gemacht. Erstmal hier provisorisch rum. Hier den Bereich, da sollte dann eigentlich der Stall hin. Vielleicht mache ich den Bereich wirklich noch größer. Das sieht, glaube ich, noch schöner aus. Schauen wir mal, 750 Quadratmeter braucht der. Keine besonderen Anforderungen an Wasser. Mit den Biomen Taiga, Tundra und gemäßigt sollten wir eigentlich auch klarkommen. Kletteranforderungen braucht er nicht. Allerdings kann er gut klettern. Er braucht nämlich einen Kletterschutzgrad 4. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Temperaturen, ich denke mal, können wir auch. Brauchen wir nichts machen. Okay. So, was macht er denn hier? Ne? Jetzt habe ich hier mit dem Stempeltool, da unten ist es aber ziemlich schief geworden, versucht, diesen Eingang hier etwas abzuflachen, so eine Auffahrt zu haben. Wir müssen ja gucken, dass die Mitarbeiter da hinkommen. Das sieht aber sehr gut aus. Das wird sehr ordentlich. Das gefällt mir ganz gut. Ja, wenn man diesen Stempel so ersetzt, dann kann man auch X drücken, um diese 3D-Griffe zu bekommen. Und auch hier Winkelausrichtung und so einstellen. Und jetzt gucke ich nochmal, dass wir die Höhe genauer hinbekommen. Also nochmal X drücken für den Griff. So. Okay, das kann ganz gut werden, glaube ich. Jetzt nochmal kippen. Und nochmal ein bisschen nach oben, ne? Sonst haben wir da unten so eine Kante. Ah, ja, da muss man dieses Raster da unten schön beobachten. Ich glaube, so sieht es geschmeidig aus. Ja, dann können wir mal so weitermachen hier. Ah ja, das ist natürlich, die Möglichkeiten im Spiel sind enorm, ne? Das sage ich ja immer wieder, gerade hier das Terraforming, ich kenne kein Spiel, in dem das so umfangreich ist, also mit solchen professionellen Tools, sage ich mal. Allerdings ist natürlich auch sehr aufwendig zu lernen, ne? Man muss sich da schon mit beschäftigen. Gut, allerdings ist das schon sehr schön geworden hier. Nehmen wir mal einfach wieder so ein normales Ding hier. Versuch mal hier den Bereich wegzukriegen. Geht natürlich nicht, wenn da noch eine Barriere drauf steht. Also hacken wir die erstmal wieder weg. Und machen den Bereich da etwas schöner. So, und ich glaube mit dem normalen Glätten kriegen wir das jetzt hier schon ganz schön hin, da unten. Dass da auch ein... Na, es sieht noch ein bisschen gekippt aus. Ja, gucken wir mal hier vielleicht nochmal mit diesem... So, jetzt haben wir das auf eine Höhe gebracht, jetzt bitte nochmal glätten und dann sollte es möglich sein, dass wir hier einen Weg runterführen. Jetzt fehlt uns noch ein Mitarbeiterweg und damit er sich nicht hier so verbindet mit dem Zeug, was wir da oben gebaut haben, drücke ich die Steuertaste und dann haben wir hier so einen einzelnen und führen den mal hier hoch. Schön mit Winkelausrichtung, dann wird das kerzengerade, seht ihr? Und weiter muss ich erstmal gar nicht. Ich muss ja sowieso noch planen, wie wir dann hier später hinkommen. Wahrscheinlich baue ich dann hier auch nochmal Mitarbeitergebäude in diesem Bereich hier oben vielleicht hin. Ich glaube, das könnte gut funktionieren. Wieder einen Schritt weiter habe ich jetzt auch die Ränder hier angemalt, als Fels erstmal. Ich weiß zwar überhaupt nicht, was der Grizzlybär jetzt so erwartet. Ja, aber ich denke mal, Felsen und raue Erde werden dem ganz gut gefallen. Ich möchte jetzt aber schon auch ganz gerne hier ein bisschen Wasser hinzufügen in das Gehege. Hier glaube ich jetzt nicht, ne? Was wird denn da? Ach, das ist nur so eine kleine Pfütze. Oder eine etwas größere Pfütze. Das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir ganz gut. Ist heute eine richtige Arbeitsfolge. Wirklich. Wir haben auch gar keine Zeit, mal uns die Tierchen anzugucken. Der Bereich wirkt noch etwas klein. Ich würde hier gerne den Stall hinstellen.
Und jetzt machen wir hier mal oben den Weg fertig. Wobei ich den noch etwas verändern werde. Passt mal auf. Ich möchte hier, das könnt ihr euch schon denken, ich möchte hier gerne eine Brücke rüberbauen, aber das ist nicht weit genug hier, ne? Das sollten wir noch ein bisschen verschönern. Also, Wege. Da machen wir mal den ersten Teil hier weg. Und folgendes, das sollte vielleicht eine Holzbrücke werden, also aus einem anderen Material als hier. Das hier vielleicht, ne? Als diese Pflastersteine. Und auch hier setze ich jetzt erstmal mit der Steuertaste und dann Shift das mittlere Stück hin, dass das da schon mal hängt. Mal gucken, ob es gut geworden ist. Ja, das ist ganz okay. Dann werde ich hier terraformen, dass wir hier die Klippen noch etwas beseitigen. Ach, da ist schon wieder der Zaun im Weg, ne? Ah, seht ihr mal, den hätte ich wirklich ganz zum Schluss bauen sollen. Das ist, aber ich glaube, die muss ich sowieso noch etwas genauer machen. Dann nehmen wir das ganze Ding hier mal weg. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. So, dann hat das Bärchen hier auch ein bisschen mehr Platz, da durchzulaufen. Da kommt der doch nie im Leben hoch, ne? Ich glaube nicht, dass der da hochläuft. Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Das ist doch okay. Gleiches Spielchen von vorne, weil ich vergessen hatte, die korrekte Breite einzustellen. Ich glaube, das führt dann zu Staus. Da sollte man vorsichtig sein. Hier mal ordentlich die Mitte anvisieren. Ja, die Länge des Stücks etwas ja, verlängern und Winkelausrichtung ausschalten. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, die Seite haben wir schon ganz gut hinbekommen. Und jetzt müssen wir hier noch ein bisschen anpassen. Und dann ist das, glaube ich, echt gut geworden im Grunde, weil jetzt haben wir auch diese Stützen schön mittig stehen. Ne? Ein bisschen schief ist immer okay in meinem Fall. Ne? Habe ich nichts gegen. Sieht organisch aus, ja, und finde ich ganz schön. Und ich denke mal, das lassen wir dann auch so. So, hier dieses Stückchen müssen wir natürlich aus einem anderen Material nehmen, weil hier auch der Durchgang hin soll. Vielleicht kann ich das hier noch etwas erweitern, so. Und dann gehen wir mal hier rüber und dann können wir, glaube ich, ab hier wieder weitermachen. Das sollten wir nur etwas erhöhen hier, so. Ja, und wenn ich ehrlich bin, ist das auch einer der Hauptgründe, warum ich letztendlich doch wieder in Planet Zoo interessiert war, nachdem ich erst ja mal ja, so ein paar Bedenken hatte, als ich dann gesehen habe, wie man im Grunde Gehege anlegen kann. Also auch so nicht so typisch wie früher in so Kastengehegen mit irgendwelchen doofen Zäunen und alles dasselbe, sondern wir können hier richtig mit natürlichen Gegebenheiten arbeiten, natürlichen Barrieren. Und das ist auch irgendwie zeitgemäß. Lass uns mal ehrlich sein. Tierschutz hin oder her. Kein Mensch möchte heute noch ein Zoo sehen, wo die Tiere irgendwie auf so einem Betonboden in irgendwelchen Maschendrahtgehegen untergebracht sind. Naja, jetzt nicht ausgerechnet die Grizzlybären. Die sind wohl kaum hinter Maschendraht. Aber versteht ihr einfach diese ollen Raubtierhäuser. Und das möchte man echt nicht mehr sehen. Ja, und es gehört eben zu meiner berühmten Spielethik, dass ich eben in dem Computerspiel dann auch ein bisschen darauf achte, dass man so, ja, realistisch spielt, zeitgemäß irgendwie. Man muss nicht alles politisch korrekt sein, ne, aber einfach, dass man, ja, sich wohler fühlt im Spiel und nicht die ganze Zeit drüber nachdenkt, was man denn hier eigentlich alles fabriziert an tierquälerischen Dingen. So, ab hier könnten wir wieder die unsichtbare Barriere nehmen. Ich möchte das auch auf jeden Fall ausprobieren, ob das so funktioniert. Ob ich die auch noch erhöhen muss oder so, glaube ich eigentlich nicht. So, dann schauen wir mal, wie die gebaut ist. Ich glaube, vielleicht hier hinten, nee, das ist doch alles, da kommt der doch nie im Leben hoch. Ich denke, das wird funktionieren. Das wird funktionieren. Wenn jetzt hier unser Stall reinpasst, dann bin ich glücklich.
8x4x4 Metallrückzugsort. Ich glaube, wir sollten einen Metallrückzugsort auch nehmen für unseren Bär. Ja, und außerdem hat es ja recht, ja, gerne so kuschelig, höhlenartig, glaube ich. So, dass wir vielleicht so einen eher geschlossenen Stall hier nehmen. So, den wir vielleicht noch mit Steinen und Felsen etwas verkleiden können. Hauptsache, wir haben jetzt erstmal einen und da legen wir jetzt auch noch ein paar Schlafmöglichkeiten und ein bisschen Heu rein. Mal sehen, was da so reinpasst. Das ist ganz gut. So. Ach, wie schön. Denn ich habe schon zwei Bärchen angeschafft. Ein Männchen, ein Weibchen. Damit es da ordentlich schön zur Sache geht und wir möglichst auch Nachwuchs bekommen. Das wird allerdings sehr schwer. Ich glaube, Bären... Obwohl, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was erzähle ich denn überhaupt hier. Keine Ahnung, lass uns einfach mal versuchen, unsere Tierchen zu holen. In der Tieraufbewahrung nämlich haben wir schon die Rea und den Symington. Okay, Symington. Merkwürdiger Name für einen Bär. Komm, hier oben kommst du mal hin. Ja, erstmal nur einen. Den musst du jetzt da hinschleppen. Über den langen Weg hier. Ja, der Weg ist natürlich ist ja noch provisorisch. Jetzt bitte nicht erschrecken. Da hinten kommt er. Ist jetzt nur mal eben zum Testen, wie wir das Gehege noch ausstatten. Und dann machen wir das hier oben natürlich noch alles schön. Ja, über den Mitarbeiterweg muss ich mir auch Gedanken machen, wie er am besten verlaufen könnte. Ja, wir müssen hier wahrscheinlich noch einen neuen Bereich für die Mitarbeiter anlegen. Und dann mal schauen, wo wir weiterbauen, ne? Das ist noch so viel Platz. Oh, Mann, Mann, Mann. Ah, da ist der Bär. Der Bär ist da. Hallo. Oh, schön. Guck mal. Na, fühlst du dich wohl? Noch nicht so, ne? Schauen wir mal. Wohlbefinden. Ach, du liebe Zeit. Lebensqualität. Ach, du meine Güte. Das arme Tier. Das arme Bärchen. Gelände. Gras braucht der. Nee, ist zu viel Gras. Okay. Und Sand, Fels. Seht ihr, Fels war schon gar nicht so schlecht. Erde ist auch gut. Dann machen wir noch mehr Erde rein. Dann können wir hier dem das Gras ein bisschen entfernen. Nehmen wir mal leichte Erde noch. So, schaut mal. Ja, genau. Habe ich jetzt nicht gewusst, dass der kein Gras mag. Was ist denn das für einer? So ein Bär, der mag doch Gras, oder nicht? So hohes Gras. Hier in dem Fluss, das nehmen wir mal da weg. Oder in dem Teil. Ach, guck mal, wie schön. Guck mal, der. Lalalalalala. Wir haben einen Teddybär. So, ist immer noch zu viel. Quadratmeter. Oh, wir haben 2.500 Quadratmeter. Der braucht nur 750. Egal, egal. Ich mag das nicht, wenn das so klein ist. Und jetzt können wir auch noch kurzes Gras reintun. Das ist mir schon zu viel Erde hier. Machen wir hier noch ein bisschen was Grünes hin. So, hier leicht herum, sowas. Wo haben wir denn hier noch so langes Gras? Das ist doch gar nicht mehr. Hier unten noch? Nehmen wir mal hier. Ja, jetzt sind wir. Jetzt sind wir soweit. Das ist gut. Das ist auch schön hier mit dem Gras vor der Hütte. Besser noch wäre ein bisschen Holz vor der Hütte, aber was müssen wir denn da machen? Pflanzenbepflanzung. Da nehmen wir gemäßigte Bäume. Ach, der ist noch gar nicht. Der arme Tier, wirklich. Das tut mir so leid. Gucken wir mal eben. Hat sich ja gleich, hat sich ja gleich. Moment. Wichtig ist auch, dass wir den passenden Kontinent dazu auswählen. Sonst kriegen wir hier nämlich auch noch so afrikanische Bäume angezeigt. Und die mag er nicht. So, was ist mit so einer Ulme? Die ist doch super, die Ulme. Guck mal, ist das gut für den? Ja, ich glaube schon. Komm, machen wir hier so zwei Ulmen rein. Oh ja, da tut sich schon was. Und dann noch ein paar kleinere Pflanzen. Moosglöckchen. Schau mal, wie schön. Ja. Hier am Rand so Büsche. Das ist auch alles in Ordnung hier. Es steigt sehr langsam, aber gleich haben wir es. Und dann geben wir dem nur noch ein bisschen Spielzeug. Und dann ist der auch schon glücklich und wir brauchen keine Sorgen haben, dass der uns hier ausbricht oder dass die Zuschauer unzufrieden werden. So allmählich kommt es, seht ihr? Ist natürlich nicht unbedingt mitten immer ins Sichtfeld für die Zuschauer hier.
Aber hier könnte noch ein schöner Baum hinpassen. So. Aha. Und da tut sich das auch schon. Da tut sich schon was. Jetzt wird er transportiert. Moment, ist ihm nicht wohl oder was? Na, wir werden es herausfinden. Auf jeden Fall ist das Gehege grundsätzlich schon mal gut, sodass er zufrieden sein kann. Ja, der hat, wie gesagt, nur einfach kein Spielzeug hier. Ich habe ihn auch gleich nochmal aus der Kiste geholt. Und werde mal schauen, dass wir hier die Tierart aussuchen. Na also, es wird doch allmählich. Hier passt noch ein schönes Windspiel hin. Das baue ich natürlich jetzt etwas in der Nähe von den Zuschauern. Und da ist er auch glücklich. Jetzt geht's ihm gut. Und wir können, glaube ich, auch den zweiten dazu holen. Tja, und wie wir sehen, ist das leider auch nur ein adoptiertes Tier bisher. Das mit der Fruchtbarkeit, das lässt doch sehr zu wünschen übrig. Ist schon ein altes Mädchen. Und da sollten wir jetzt nicht zu viel von erwarten. Das gleiche gilt übrigens auch für das Männchen, das wir jetzt bekommen. Ach, da kommt es auch schon gerade. Ups. Hey, na Brummi. Finde ich ja wahnsinnig schön, so Bären, ne? So dicke Fleischbrocken. So, bei dir auch alles in Ordnung, mein Freund. Sieht gut aus. Und zwei Stück sind auch fürs Sozialverhalten völlig in Ordnung noch. Knapp an der Grenze. Klar, es sind ja Einzelgänger, gerade die Männchen, glaube ich, ja. Während sich die Weibchen um den Nachwuchs kümmern. Aber hier ist noch mal kein Nachwuchs. Steht kurz vor der Inzucht. Ach du liebe Zeit, was geht denn hier ab in unserem Zoo? Leute, die Rappenantilopen, die feiern da eine Orgie oder was? Oh Mann, da müssen wir uns drum kümmern. Das mache ich jetzt mal. Wir haben hier noch viele andere Dinge zu tun. Zum Beispiel brauchen wir hier noch eine schöne Umzäunung. Alles wunderbar ausgestattete Wege. Und ich muss gucken, wie wir hier mit den Mitarbeiterbereichen so in die Gänge kommen. So, und jetzt haben wir jede Menge kranke Tiere. Unser neuer Bär ist, glaube ich, auch schon dabei. Und unser Riesenskorpion ist gestorben. Es gibt also einiges für mich zu organisieren. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Schaltet nur beim nächsten Mal wieder ein und lasst mich nicht allein. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß. Und lasst euch auch keine Angst vor den entflohenen Grizzlybären machen.